Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Lisa und heute soll es um deinen Aszendenten gehen. Was ist überhaupt der Aszendent? Also der Aszendent ist kein Planet, sondern er ist ein Punkt in unserem Horoskop. Und zwar ist es das Zeichen, was am östlichen Horizont im Moment deiner Geburt aufgegangen ist. Und er repräsentiert den Punkt, in dem die innere und die äußere Welt aufeinandertreffen. Also wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir auf sie reagieren. Es ist so ein bisschen die Maske, die wir anhaben, wenn wir so durch den Alltag gehen. Unsere Persona, kann man auch sagen. Falls du mehr darüber wissen willst, was der Aszendent wirklich repräsentiert oder deinen Aszendenten vielleicht auch gar nicht kennst, dann verlinke ich dir hier meine Playlist Astrologie verstehen. Da findest du nicht nur ein Video, wo ich dich genau durch astro.com durchführe und dir eben zeige, wie du dein eigenes Chart erstellen kannst, sondern eben auch ganz viel Informationen und freien Content über allgemein die Astrologie, Haussysteme, Elemente und so weiter und so fort. Hier steigen wir jetzt einfach mal direkt ein mit deinem Aszendenten. Menschen mit dem Waage-Aszendenten sind einfach sehr, sehr schöne und anmutige Wesen, die einfach so einen ganz, ganz natürlichen Charme haben. Es sind absolute Optimisten, die einfach immer Harmonie in eine Situation bringen und einfach immer eine gute Zeit haben wollen. Also, wenn man sie auf einer Party beobachtet, dann sind sie so der Social Butterfly, der immer so von hier nach da und alle Menschen so zum Lachen und oh, so. Sie sind einfach so die perfekten Gastgeber. Sie verstehen sich auch meistens mit jedem und verleihen irgendwie jeder sozialen Situation so einen besonderen Touch von Leben. Und es ist aber schon so, dass die Leute manchmal eher so People-Pleaser auch sein können. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich eben nicht so verliert in diesem Druck, gemocht zu werden. Du liebst es eben, Leute kennenzulernen und bist auch so ein bisschen so ein Freundschaftensammler. Also du bist irgendwie so mit jedem und allen befreundet. Und es kann aber auch oftmals sein, dass dieser ganze soziale Druck, der dann kommt, dir manchmal zu viel wird. Weil je nachdem, was dein Sonnenzeichen ist, bist du vielleicht gar nicht sozial. Aber dieser Druck eben, zu allen nett zu sein und niemals Nein zu sagen, lastet eben schon schwer auf dir, da der Aszendent ja eben so, das ist, wie wir eben nach außen der Welt begegnen. Und wenn dein Kern eben damit nicht wirklich übereinstimmt, dann kann es irgendwie manchmal dazu kommen, dass du dich dann wirklich komplett aus dem Sozialen zurückziehst und dann einfach mal ein paar Wochen ganz alleine brauchst, weil es dir einfach zu anstrengend ist, weil es so müde macht, dass du einfach immer lachen musst und eben, ja, dieser Social Butterfly sein musst. Während ein Aszendent uns darstellt, stellt eben der Deszendent auf der anderen Seite die anderen dar. Und das ist oftmals so unsere Schattenseite, etwas, was wir über andere erkennen können, was uns triggert, aber gleichzeitig irgendwie auch anzieht. Und bei dir steht da eben der Widder. Und deswegen siehst du Menschen eben halt oft als so egoistisch und selbstsüchtig, die sich irgendwie nur um sich kümmern, während du halt die ganze Zeit Balance schaffen willst und gucken willst, dass es eben allen gleich geht, dass es allen gut geht, dass du irgendwie immer Harmonie erschaffen kannst. Und es ist auch meistens das, was dich in Beziehungen und Freundschaften am schnellsten sauer macht, ist, weil du immer das Gefühl hast, dass du irgendwie alles gibst und der andere dich irgendwie aussaugst, weil du dich irgendwie immer, ja, weil du es immer gerecht haben willst irgendwie. Und auch da kommt es eben wieder extrem auf dein Sonnenzeichen drauf an. Es ist eben echt manchmal so, dass du denkst, so der andere nimmt nur und du gibst nur und am Ende bist du irgendwie wie so eine leere Schale und verlierst dich einfach komplett in Beziehungen. Und da ist es wirklich wichtig, dir bewusst zu machen, dass es okay ist, dir Zeit alleine zu nehmen, deine Grenzen zu kommunizieren, ne? Dich abzugrenzen von dem anderen. Du musst nicht mit den anderen verschmelzen, du kannst ein Individuum bleiben, du kannst auch immer noch du selbst sein. Du musst es nicht immer jedem recht machen, so. Du kannst auch wirklich mal nur für dich Entscheidungen treffen. Du bist auch oft sehr sensibel und während du die ganze Zeit Balance kreieren willst, ist es relativ einfach, dich selbst aus der Balance zu bringen für andere. Also wenn irgendwelche negativen Situationen sind, wenn irgendwas dich triggert oder so, passiert es echt schnell irgendwie, dass du rauskommst und irgendwie dich unruhig fühlst. Und deswegen vermeidest du oftmals irgendwelche kritischen Situationen, sei es irgendwelche Konfrontationen, irgendwelche Streits,
irgendwelche Auseinandersetzungen. Da ziehst du dich lieber zurück, vermeidest es, schaust weg irgendwie und es ist so ein bisschen so, du machst den Kühlschrank täglich auf und weißt, dass da hinten in der Ecke irgendwo eine verfaulte Orange ist und du hast auch so ein richtig schlechtes Gewissen, aber du machst es trotzdem irgendwie zu und mit so einem Lächeln machst du irgendwie weiter. Also du vermeidest irgendwie die direkte Auseinandersetzung und machst damit oftmals die Konsequenzen und das, was danach folgt, viel, viel schlimmer. Und da kann man sich wirklich mal vom Widder so ein bisschen inspirieren lassen, dass man einfach so direkt die Sachen auf den Tisch packt, ne, in die Auseinandersetzung, in die Konfrontation, es direkt wegmachen, es direkt auflösen. Dann ist es meistens viel, viel einfacher und viel, viel leichter irgendwie aus dem Raum, anstatt es die ganze Zeit so mitzuziehen. Und dann ist es wie so Sachen, die so auf deiner Schulter lasten, die du so mit dir mitschleifst die ganze Zeit und dann irgendwie am Ende halt nur größer sind, als sie am Anfang sind. Es ist einfach schon so, dass so negative Dinge, negative Energien, wenn du dich mit negativen Menschen umgibst oder so, das zieht dich irgendwie schon runter, aber du kannst auch immer wieder dich irgendwie nach oben bringen und so ein bisschen in deiner Traumwelt leben, ne? So diese schöne Welt, die aufrechterhalten. Da du eben so nach Frieden und Harmonie strebst, reagierst du sehr, sehr empfindlich auf Dinge wie Krieg, Hass, Gewalt, Ungerechtigkeit, auch irgendwie unangebrachtes Benehmen, also so vulgäre Dinge sind jetzt nicht so dein Ding. Du bist einfach eher so ein bisschen brav und es kann auch manchmal sogar so ein bisschen spießig sein und manchmal kann es sogar so ein bisschen snobby rüberkommen, aber dir ist halt einfach Fairness und so schön ist einfach sehr, sehr wichtig. Venus ist halt auch der herrschende Planet für dich und deswegen sind einfach schöne Dinge, durchdesignte Häuser, schöner Schmuck, schöne Klamotten irgendwie in geilen Style, dass alles irgendwie zusammenpasst, so, das ist einfach dein Ding. Und du siehst auch einfach immer sehr, sehr gut aus. Also eher schlicht, es ist jetzt nicht so into your face, also es ist schon eher so on point und simpel, aber einfach wirklich gute Qualität und ja, immer irgendwie elegant. Du magst es einfach, wenn Dinge geordnet sind und wenn es irgendwie so malerisch ist, ne? Und es ist wie so eine verträumte Idylle, die du dir irgendwie selbst aufbaust. Und manchmal passiert es dir dann aber, dass du dich einfach zu viel in diese Welt zurückziehst, weil die Waage ist ja auch einfach ein Luftzeichen und das ist sehr intellektuell. Und da kann es eben passieren, dass du dann da drin so einen Fluchtpunkt findest. Also, dass du dich irgendwie der Realität, der harschen Realität irgendwie entziehst in diese Traumwelt, weil du halt die Wahrheit nicht wirklich sehen willst, was draußen abgeht. Ne? Wir leben ja einfach in schwierigen Zeiten, so die Welt ist nicht immer fair. Und da magst du einfach gerne mal diese Illusion aufrechterhalten. Und während die anderen um dich irgendwie das Gefühl haben, dass die Welt jetzt gleich untergeht, existierst du halt in so einer rosanen Traumwelt noch weiter. Du bist sehr kreativ und hast auch viele Hobbys im künstlerischen Bereich, weil du eben so ein sehr, sehr gutes ästhetisches Auge hast. Du siehst dich jetzt aber selbst nicht so gerne als Künstlerin oder Künstler, weil das würde für dich auch bedeuten, dass du hart arbeiten müsstest. Und es soll jetzt nicht bedeuten, dass irgendwie Waage-Aszendenten faul sind. Aber wenn sie sich entscheiden müssen, dann gehen sie schon immer den easy way. Also dadurch, dass sie eben so diesen natürlichen Charme haben, ist es irgendwie so, dass Leute dir einfach immer die Wege öffnen und irgendwie dir immer so zuarbeiten und gerne Dinge für dich übernehmen und das nutzt du halt auch gerne aus. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man irgendwie dahin kommt, dass man einfach immer nicht andere Menschen ausnutzt, aber selbst so ein bisschen wegkommt von diesem, okay, Verantwortung für sich selbst übernehmen, auch mal hart anpacken und nicht Dinge und Ziele irgendwie verwerfen, weil es auf einmal halt nicht so von alleine funktioniert, sondern dass man schon mal versteht, dass man sich auch mal selber anstrengen muss. Also du bist schon ein Lucky Child, ne? Also dir wird immer wieder Glück irgendwie zukommen, so ähnlich wie beim Löwen, der ja auch irgendwie immer alles anzieht. So ist es bei dir eben auch, aber es ist eben wichtig, dass man auch Verantwortung für sich selbst übernimmt und eben nicht nur vertraut auf andere. Dieses Vermeiden der harten Arbeit ist auch irgendwie der Grund dafür, dass du oftmals irgendwie so angefangene Projekte und Hobbys irgendwie hast, die du nie zu Ende führst, weil du liebst es zwar, viele Erfahrungen zu machen und immer wieder Neues auszuprobieren und so, aber wenn es dann eben an den Punkt geht, dass man sich durchbeißen muss und dass man wirklich da ganz viel Energie reinstecken muss, da kommt dann doch eher so deine faulere, genussliebendere Seite irgendwie durch. Es fällt dir nicht so einfach, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du sie dann wirklich treffen musst, dann brauchst du ganz schön lange dafür. Und du versuchst es aber generell eher zu vermeiden und machst die Entscheidung dann oftmals lieber von anderen auch mit abhängig. Weil du hast einfach Angst, dass du dich falsch entschieden hast oder dass du es bereuen könntest im Nachhinein und
hängst dann auch manchmal so ein bisschen in der Vergangenheit und bist schon einfach eher der Typ, der dir viele Optionen offen hält, sagen wir mal so. Venus ist ja auch der Liebesplanet und das bedeutet einfach auch, dass du Beziehungen jeglicher Form sehr, sehr liebst und du brauchst einfach immer diesen Austausch mit anderen Leuten. Für dich bringt eine Partnerschaft einfach so eine Stabilität, die du dir selbst nicht so gut alleine geben kannst. Und das ist einfach wichtig auch zu wissen, okay, in einem hat man alles. Du darfst auch für dich selbst mal irgendwie sein. Du bist auch so einfach unglaublich perfekt und komplett. Und ja, dass man sich da nicht so einen Druck macht, wenn man sich dann doch mal in Situationen findet, wo man irgendwie auch alleine ist. Man kann auch diese Situation gut überleben. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, vom Aussehen her sind Waage-Aszendenten einfach unglaublich schön. Also die haben sehr, sehr symmetrisches Gesicht und entsprechen oft irgendwie so den Schönheitsnormen. Die haben auch einfach sehr gute Proportionen, egal wie dünn oder füllig sie dann auch sind, ne? Also diese Kurven und so, die sitzen einfach immer so am richtigen Platz. Die haben auch einfach so eine sehr magnetische Ausstrahlung. Also die ziehen dich an, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form aggressiv ist. Dein Soul Purpose ist auf jeden Fall einfach durchs Leben zu fliegen und zu genießen. Es ist aber auf jeden Fall wichtig für dich, dass du eben Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst und dass du wirklich lernst, alleine im Leben zu stehen und dich nicht abhängig von der Meinung von anderen zu machen oder generell für anderen Leuten. Es ist einfach so, dass der Waage-Aszendent sehr, sehr leicht sich in Beziehungen verliert und dann eben seine eigene Identität auch verliert oder sie vielleicht vergisst. Es ist einfach wichtig, sich nicht abhängig von der Bestätigung von anderen Menschen zu machen. Und immer wieder diese Balance zu finden zwischen dem Leben mit jemandem und dem Leben alleine. Also sich immer wieder die Frage zu stellen, okay, was bin ich, wenn alle anderen Menschen um mich herum weg sind? Was bleibt noch? Bin ich irgendwie mit mir zufrieden? Liebe ich mich selbst genug? Oder liebe ich mich nur in der Reflexion von Familie und Partnerschaft und Freundschaften? Ansonsten ist es aber einfach so, dass du halt eine Social Bee bist und du Harmonie und Frieden in die Welt bringen sollst. Als Celebrity-Beispiele habe ich Anna Nicole Smith, Beyoncé, Britney Spears und Jean-Paul Gaultier, die alle, finde ich, ganz gut irgendwie diese Energie repräsentieren. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Video dir weitergeholfen hat und ich würde mich natürlich total über ein Like oder einen Kommentar unter diesem Video freuen oder wenn du am besten natürlich meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du kein weiteres Video. Ich wünsche dir alles Gute, pass auf dich auf, bleib frei, Namaste!